In Bayern und Teilen Österreichs blicken viele Menschen weiterhin mit Sorge auf das Winterwetter. Besonders bei unseren Nachbarn besteht immer noch Lawinengefahr. Deswegen musste das Skigebiet am Hochkar in den Alpen evakuiert werden. Auch im Katastrophengebiet in Obertauern ist die Lage weiter angespannt. Anwohner befreien ihre Dächer von den Schneemassen, weil sie unter der Last einstürzen könnten. Auch in Bayern gibt es keine Entwarnung. In vielen Orten in Südbayern bleiben die Schulen vorsichtshalber geschlossen. Sarah Schuhen ist in Schaftlach im Kreis Miesbach, wo Katastrophenalarm herrscht. Sarah, was ist denn das größte Problem? Das Problem ist nicht nur die schiere Menge an Schnee, die hier in den letzten Tagen gefallen ist, sondern dass dieser Schnee so nass und damit so schwer ist. Wir haben hier mit Leuten gesprochen im Landkreis, die haben gesagt, so einen schweren Schnee, also der wirklich so schwer zu heben ist, auch das haben sie noch nie erlebt. Dieser Schnee drückt regelrecht auf die Bäume, auf die Zweige und die Behörden befürchten eben, dass die Bäume oder einzelne Bäume früher oder später unter dieser Last zusammenbrechen könnten. Deswegen sind Straßen schon gesperrt worden, so wie hinter mir die Straße, und deswegen wird auch die Schule erstmal geschlossen bleiben bis Freitag, denn die Behörden sagen, sie können den Kindern einfach keinen sicheren Schulweg garantieren. Und eine Entwarnung gibt es erstmal auch nicht. Es soll heute Nachmittag schon wieder anfangen zu schneien und dann auch die ganze Nacht durchschneien. Vielen Dank, Sarah Schuhen in Schaftlach.